So, herzlich willkommen zurück. Folge 28. Und die Titan Armor ist momentan auf dem Plan. Und so, wir haben eine UFO-Landing-Site. Dann Large Scout, dann werden wir da wohl mal reingehen müssen. Edit Unit Loadout. Rücks ein Arc Thrower. Irgendwie eine Waffe schon dafür? Ja, Scatter Laser habe ich schon dafür. Perfekt. 4 bis 6 Schaden. 5 bis 7 Schaden. 4 bis 6. Interessant. Edit Unit, Loadout, was ist das? Stimmt, die habe ich ja genmodifiziert, dass die nicht mehr mind-kontrolliert werden kann. Da war ja was. Ich habe meinen Sniper wieder. Oh, kann ich noch ein besseres Sniper bauen? Engineering Build by Items. Plasma Rifle. Plasma Sniper Rifle. Nee. Oh, kostet die viel! Miss Grey Market. Raufen von den Korpses. So, was kann ich doch noch machen? Build by Items. Heavy Plasma, ne. Plasma, das hier. Manufacture. Ja. Zippend Order, dankeschön. Mission Control, UFO Landing Sets, and Sky Rangers. Loadout. So. Arkshower. Gubi. Gubi ist sogar Support. Will ich wirklich Monarchy mitnehmen? Könnt den mal mitnehmen. Infected Text, das schon. Post Cover and Hits. Ich nehme den mal mit, denke ich. Loadout. Mac 2. Minigun, der Rest ist unavailable. Der hat noch eine Minigun dazu? Okay. So, ja, jetzt haben wir noch was anderes im Team, würde ich sagen. Ja, der hat aber nur das, okay. Ja. Würde ich sagen, Launch Mission. Mal sehen, wie viele Granaten ich überhaupt mit dem mitnehmen darf. Oder ob ich den Granatwerfer irgendwie alle paar Runden einsetzen darf. Das wäre natürlich cool. Hätte ich quasi unbegrenzt Granaten. Beginn ist Hold. Going to be putting down in Mexico for this. Wie aussieht. It looks like the UFO landed out in the boonies. We need to secure. Ich habe ja jetzt schon gesehen im Eingang. HQ, this is Big Sky. This is Dallas. Roger that, Big Sky. Strike 1, you are green to deploy. Approach with extreme caution. Oh, kann der kann ja riesig weit laufen. Der ist mir nicht mehr bei Sprinten dort. What the heck? Ist das fett. Im Laufen.
Der ist ja noch nicht mal beim Sprinten an der Stelle. Meine kommen gerade so weit, wie der normal läuft. Ist das irre. Okay, die sind echt nützlich, merke ich gerade. Hätte ich vielleicht ein bisschen eher drauf kommen sollen, die zu bauen. Verstanden, los geht's. So schnell vorrücken, das ist meine Fresse. Aber der kann ja halt nicht mehr in Deckung gehen, ne? Hä? Der trifft ja gar nichts mit der Minigun. Ach du Schande. Jawoll! Ey, muss ich Double Tap jetzt aktivieren? Jo. Kann ich aber auch wieder die normale Pistole nehmen, um den zu finishen? Weil ich muss ja bloß einen Treffer machen und das kriege ich hin. Eine normale Pistole 6 Schaden, ey. Meine Fresse. Bei 1%, jawoll. Ich könnte mit Run and Gun vorgehen, aber ich weiß nicht, ob ich das will. I'm rolling. 42. Bin unterwegs. 17. So, und dich ziehe ich am besten mal ein Stück zurück. Jawohl, das ist ja geil. Ich muss auf einen Reaction-Shot nehmen, wenn jemand schießt. Alter, ist das fett. Da beschießt er sonst wohin. Nach Reaperman. Du und deine Zielverrichtung. Ihr vertragt euch nicht so richtig. Ich hab mir noch einen Running Gun. Im Einmarsch. Bam! Ins Gesicht. Nein! Das war wieder Y anstatt X. Ach, shit! Shit. So. Nicht zu weit, finde ich, ist da noch so ein Ding auf Decke. Ehrlich, da hauen sie einfach eine rein, wo der noch schießt. Wo der eigentlich gerade schießen will. Das war richtig geil. Geht mir fast immer ab. Darf er das eigentlich machen?
Horror. Position bestätigt. Packen wir es an. Sind jetzt so laut hier, meine Güte. X, dankeschön. Jetzt musst du aber erstmal daher sprinten, weil du bist ja in der Runde zu stehen geblieben. Moving. Reloaded. Du rennst mal dahin. Unterwegs. Go, go. Hier ist doch der Scout. Und da sind aber Gegner, okay. Jetzt muss ich langsam vorsichtig vorgehen. Boah, ich habe jetzt alle auf Overwatch, da kann ich auch mal hier, denke ich, einen Schritt weiter vorgehen. Oder auch nicht. Ah, getroffen. Kubi hat getroffen. Spiegelman hat wieder daneben geschossen. Ich habe aber Double Tap wieder verfügbar. Ja, bei dem brauche ich nicht mal einen Sniper, da kann ich meine Pistole nehmen. Aber ich fange vielleicht mal mit dem 100%igen an. Was der da ist. Der One-Shot nehme ich einfach mal Mute und das ist übelst hart. Dann die höhere Wahrscheinlichkeit. So, wieder zwei down. Der holt sich jetzt Kills ohne Ende, meine Fresse. Du hast ein Holo-Targeting-System. Wieder mal jemand, der sich falsch umdreht. 5? Ne, Granatwerfer reicht auf diese Form nicht. Oh Gott, das ist ja meine. Shit. Jetzt kommt natürlich auf jeden Fall noch nix. Warum ist jetzt plötzlich so lange? Der war irgendwie vorher mal eher. Der kann eigentlich nur schießen. Ja, der schießt. Oh, mein Sniper. Nicht meine grandiose Idee, einfach nur zu ballern.
mit dem Ding. Ich hatte definitiv schon bessere. Prozent. Oh. Kann sowas machen? Was ist... What the heck? Okay, der kann einfach mal das zerbröseln komplett. Ich denke lieber, dass das irgendein anderer mal den Kill macht, ja. Jawohl! Reaperman! So. Dann gehe ich mal ein bisschen in die Richtung jetzt. Und wieder mit einem Schrotgewehr bitte. So. Du bist doch gerade sowieso ein Heiltanz, dann heil mal. Steh wieder auf, Cowboy. Okay, jetzt gerade so auf, ich könnte auch bis zu 8 heilen, wenn ich das entsprechend kombiniere alles. Nachladen. Gypsy. Ja genau, dreh dich zur Wand. Das ist die beste Idee. Was gucken. Ah, wenn er sich umdreht, kann er glaube ich nicht mehr so weit laufen, wenn er sich umdrehen muss. Bis dahin oder mal nachladen. Ready to engage. So. Den muss auch nachladen. Bereit zum Angriff! Andere Waffe. Brauch gerade das Sniper nicht mehr. In Position. Wäre so super, wenn du dich andersrum gedreht hättest. Ich mach mich auf. So, mal kurz nachladen. Alles wieder im grünen Bereich. I think I heard something. I think I heard something. Im Laufschritt! Yeah, im Laufschritt! Affirmative, Commander. So, wohin kommt die? Ohne Dashen? Hallo? Deswegen hier gerade drin nicht mehr. Jetzt sehe ich es. Okay. Überleg gerade. Die ist doch. Schrott. Tussi. Dann schicken wir sie doch nochmal hier an der Seite lang. Zusammen mit meinem Heavy oder irgend sowas. Dann können wir nämlich in den Vorraum dort an zwei Seiten rein. Ich schicke immer noch mit dorthin. Gypsy. Already there. Meine Supportfrau. Der kann ja mal einen Battlescanner da reinwerfen. Kann ich mal gucken, ob da irgendwas drin steht. Empfange Signal vom Gefechtsscanner. Sieht nie danach aus, momentan. Na? Ne, gibt kein richtiges Update. Du.
wäre jetzt egal, wie rum ich glaube ich gehe. On my way. Ich hätte ihn vielleicht nicht da. Also der kann echt nicht in Deckung gehen, das sollte ich nicht machen, den dann da hinschicken. Unterwegs! Weil kann ich sonst niemanden da hinstellen. Das ist echt ungünstig. Aber ich habe schon wieder irgendwie 4 Kills mit meinem Sniper, fällt mir gerade so auf. Ja, Meld lost, okay, das ist nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, bis jetzt habe ich eh viel zu viel Meld. Das ist zu wenig. Unidentified target nearby. Das ist schön, dass du einen Gegner in der Nähe festgestellt hast. Moment mal, ne, der geht da rüber. Ich gehe jetzt eh noch nicht durch die Runde. Ganz vorne hin. Andere Waffe. Oder musst du eh sprinten und du gehst dann dran. Um da reinschießen zu können. Für den ist ja jede Deckung volle Deckung, von daher ist es ganz praktisch. Du bestellst dich am besten da daneben. Oh, da hab ich. Guppi, du rennst mir irgendwie hinterher. Okay, das hört sich ja schräg an. Und es buggt irgendwie. So, was ist das doch hier, dieses Kinetic Strike? 12 Damage to Enemies and can destroy cover. Komm, mach mal. Boom! Ins Gesicht! Oh, der ist ja auf Overwatch. Ah, shit, ich bin ein Trottel. Ich bin ein Trottel hoch 10. Ich bin so doof. Oh Gott. Ich vergesse immer, dass die auf Overwatch sind, wenn die direkt da drin stehen. Prozent, du kannst dafür die Pistole nehmen, das ist ja schließlich egal, ob du mit welcher Waffe du da triffst. So, wie sieht das Ding eigentlich? Macht mir Schaden? Ne, man wird puff, okay. Der macht ihn weg, wenn er den trifft. Normalen Schüsse kann ich jetzt nicht versuchen. Nüb. Und der trifft auf jeden Fall. Ups. Ups. Könnte ich mal Critical
Strike brauchen. Sehr schön, danke. Und wieder ein Double Tap. Es ist so übel, was der jetzt wegräumt an Gegnern. Das wäre eigentlich für diesen Gegner der 19 Schaden mit dem Schuss, ey. Und dann darf er halt nochmal schießen. Win 20%. Ist jetzt nicht so viel, wie ich gern hätte. Location confirmed. Ich könnte jetzt einen Run and Gun machen, aber ich weiß nicht, ob hier noch was ist. Das ist meine Schwierigkeit gerade. Ich weiß, hier hinten wahrscheinlich noch irgendwas drin ist. Hab ich den eigentlich schon mal lebend gefangen? Ich glaube, das habe ich noch gar nie. Ich werde mal versuchen, ja? Ja, darf ich nicht mit Run and Gun. Schade. War ein Versuch. Mal noch nachladen. Jetzt mal dahin und jetzt nach, weil das ist nur noch eine halbe volle Waffe. Ehrlich, das jetzt, wenn der stirbt, habe ich echt ein Problem. Ne, 4, nachladen, dankeschön. So, und du hast bis jetzt bloß immer gefressen, sonst noch gar nichts geschafft. Das ist. Schwierig. Ich hätte mal auch mit dem mal nachladen können. Das andere Meld noch gar nicht gesehen. Ist auch gut. Nochmal zwei davon. Go, go. Der kann gar nie wirken, das ist natürlich ungünstig. Kann er den Kinetic Strike da aus, wenn er sich da hinstellt? Nö, kann er nicht. Zumindest nicht direkt. Schade. Irgendwie buggt das trotzdem. Prozent. Getroffen. Die Frage, will ich jetzt einen davon einfangen oder nicht? In Bewegung.
würde fast sagen, erstmal. Also den ersten zumindest nicht. Den zweiten kann ich mir überlegen, aber den ersten mache ich weg. Also auf 3 Runde, dann sind 70% Stun-Wahrscheinlichkeit. Gott, der sieht ihn immer noch. Der soll nicht gesehen werden, am Ende stirbt er noch. Weg da. Mind Control. Und mein Mech Trooper. Ich darf aber diese Runde noch nicht schießen. Deswegen ist das vielleicht nicht ganz so schlimm. 75%. Dankeschön. Perfekt! Das ist 1,21 Gigawatt. Continue. Ich glaube, da hätte ich nämlich auch noch nicht lebend gefangen. Das ist für die Psychforschung irgendwas helfen. Bin ich ganz irre. Oh. Promoted. Advanced Falconer Shots from Overwatch no longer suffers any aim penalty. Wenn in Overwatch. Kriegt mehr Defense, wenn in Overwatch. Der hat so schon ultra schlechten Aim-Wert. Jetzt hab ich Major. Medikits so 5, vor mehr. Das machen die 8, was sie. Oh. Was ist das andere? Mal 2 Reaction Shots. Nö, ich. Inventory use one extra use. Okay. Ich will das. Jo. Dann kann ich nämlich 8 heilen. Das ist ziemlich fett. Ja, der ist für 2 Tage und der für 3 Tage verwundert. Jetzt habe ich 2 auf der höchsten. Ne, 3 auf dem höchsten Level. Reapman ist ja schon auf dem höchsten Level. What? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Er hat 5 Kills die Runde gemacht. Und ich habe mich schon zurückgehalten dann am Ende. Also immer so, ab 10 Missionen kann man Colonel sein. Wobei, die hat ist ja irgendwie auf Leutner gestartet. Your men certainly seem to have a knack for capturing alien subjects alive. I only hope they realize how important their work is in relation to ours. Please pass on my gratitude to our forces. Plasma Pistol, Grenade Launcher, Mutant Corps, Berserker Corps, Sectoids, Commander Captive. Und jede Menge davon. Jetzt habe ich sogar 20 Meld daraus bekommen, ich habe bloß 10 bekommen. Mectoid Core. Continue. I'm certain now that Annette was somehow involved in the attack on XCOM headquarters. Her limited memories of the event include details that no one outside of our organization could possibly know. But the question remains. What is it about her that makes her so valuable to the aliens? Mal kurz Change Research Project, weil ich krieg hier sofort dieses Begin Project. Psionic Research Credits earned. Genau. So, ich wollte aber Titan Armor weiter erforschen. Begin Project. So. Das war Folge 28, würde ich dann sagen. Nur bloß 2 Tage an ihr rangekommen. Schade. Danke fürs Zuschauen und bis bald.